Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Toto aka Thorsten, beim Clan True Warriors. Ich hatte ja gestern schon angekündigt, dass ich heute meine Angriffe unter Umständen live zeige. Ich wecke meine Queen auf. Wir haben noch 43 Minuten jetzt im CK. Ich habe noch keinen Angriff gemacht, aber ich denke, ich schaffe noch beide. Und das, was wir als erstes machen wollen, wir wecken die Queen. Jawohl, die Queen ist auf Level 40. Damit ist sie auf Endlevel. Wir gucken mal, was sie später kostet. 190.000. Dafür brauche ich ein Rathaus 11. Okay, ich habe eine Armee vorbereitet. Allerdings muss ich sagen, alle Bases, die ich mir vorgenommen habe, sind jetzt schon gemacht. Das ist mir jetzt aber auch egal. Wir können gerne was testen. Ich muss nicht unbedingt drei Sterne holen. Ich bin schon froh, wenn ich einen Stern bekomme, so dass ich den Bonus erstmal mitnehmen kann. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch gleich rein. Ich hatte mir ausgeguckt, ich glaube, es war die 16. Ja, den machen wir. Ich gehe jetzt auch sofort rein, ohne großartig noch was dazu zu sagen, wie ich hier eigentlich vorgehen will. Ich muss gestehen, so genau weiß ich es auch noch nicht. Aber es wird wohl irgendwie gehen. Und es kann sein, dass ich gleich ein bisschen leiser rüberkomme, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss. Wir starten jetzt aber mal den Fight. Und ich hatte mir einen Queenwalk ausgedacht mit ein paar Bohnen, ein paar Hexen und ein paar Valküren. Wir gucken mal, wie und ob das funktioniert. Okay, wir lassen die Queen nicht hier starten. Wir starten nämlich mit einem Bogi. Und ich hatte mir gedacht, ich starte die Queen hier. Und mal schauen, in welche Richtung die denn jetzt läuft. Eigentlich soll die jetzt so ein bisschen in die Mitte laufen, beziehungsweise nach von uns aus gesehen nach rechts laufen. Und ich wollte eigentlich die Clanburg locken. Da muss ich mal gucken, wie mir das jetzt gelingt. Hier muss ich sie jetzt allerdings schon mal ragen. Das sieht noch ganz gut aus. Mal sehen, ob ich jetzt den Hockey irgendwie reinschicken kann, dass ich die Clanburg kriege. Nein, die Clanburg kriege ich nicht. Okay, jetzt will die Queen hier schon rein. Das macht uns nichts. Wir hauen hier jetzt unseren Golem raus, hauen hier die Bola mit raus und ragen hier die Queen nochmal. Aber ich denke mal, ich muss sie jetzt auch gleich zünden. So, von hier noch die Hexen mit rein. Und unseren King und unsere Valküren. Und dann schauen wir mal, wie weit wir hier überhaupt noch kommen. Ich glaube mal, das wird jetzt nicht so wirklich viel werden, aber egal. Ah, ich kriege den Inferno da nicht kaputt. Naja, komm, es ist mir jetzt auch Latte. Ich glaube, die Clanburg-Truppen haben mich irgendwie geschafft. Ich schaffe hier jetzt einen Stern immerhin. Okay, mein King ist in der Mitte. Das war jetzt nicht wirklich viel, das war jetzt ein Stern. Hatte ich ja gesagt, ich bin froh, wenn ich hier einen Stern bekomme. Und ich habe noch 5 Mauerbrecher. Hurra! Okay, die hauen wir jetzt hier irgendwo raus. Werden die wohl noch geheilt von dem Heiler? Nein, die werden nicht geheilt, aber der Golem. Der oben hätte ich sie natürlich setzen sollen. Das war ein richtig beschissener Angriff, aber ist mir auch egal. Es ist jetzt in der Aufnahme und war halt ein erster Test. Ich habe irgendwo nicht wirklich die Clanburg loggen können. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass die Queen da jetzt schon reingeht. Die sollte eigentlich ein bisschen weiter latschen. Aber ich sehe es jetzt gerade, da oben ist auch überhaupt kein Gebäude mehr. Das heißt, die konnte nur noch in die Mitte gehen. Da habe ich jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht mit gerechnet. Und passiert halt in der Aufnahme. Wir lassen die 33 Sekunden jetzt auch noch laufen. Auf dieser Base waren schon 2 Sterne. Von einem Rathaus 9er allerdings, von Avatar, der den Angriff ganz gut gemacht hat. Und in dem CK brennt eh nichts mehr an. Ich mache jetzt gleich noch die 18 mit Lufttruppen und lasse jetzt eben noch King und Queen regenerieren. Meine Truppen sind, glaube ich, schon fertig. Und dann schauen wir mal, dass wir den zweiten Angriff noch machen.
Dazu mache ich allerdings auch einen kleinen Cut. Wir warten jetzt nicht ab, bis die beiden fertig sind. Die müssten 35 Minuten, 45 Minuten. Okay, das heißt, ein paar Sekunden müssen wir sie dann leider auch nochmal geben. Ist aber alles nicht so tragisch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Abschnitt bei meinem zweiten Angriff. Bis gleich. Hallo, liebe Clasher, bei meinem zweiten Angriff. Ich hatte ja bereits gesagt, dass ich den vorbereite. Der erste war ja nicht ganz so gut, aber war immerhin ein Stern. Wir machen den zweiten Angriff auf die Nummer 18. Auch da werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so viel sagen. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Weiß aber, dass der Clan-Gegner einen Hund in der Clanburg hat. Und die Clanburg ist auch ganz, ganz am Ende. Das heißt, die wird uns den gesamten Kampf hier jetzt nicht angreifen. Die X-Bogen stehen alle auf Boden. Das kommt uns ein bisschen zugute. Was ich bei den Inferno-Türen mache, weiß ich noch nicht, aber wir gehen einfach mal rein. Wir haben ausgebildet 4 Hunde, 24 Loons, ein Hund in der Clanburg plus ein Loon dabei. 4-mal Wut, 2-mal Gift, weil ich weiß, dass da ein paar Skelette aus der Luft kommen. Und haben unsere Helden. Überall grüne Pfeile, wir gehen hier rein. Und ich wollte eigentlich hier bzw. da jeweils 2 Loons setzen, nämlich für die äußeren beiden Bogenschützentürme. Das ist mir auch gelungen. Dann kann ich hier jetzt auch mit dem Rest kommen. Die setze ich jetzt tatsächlich alle relativ gerade rein. So, setze hier jetzt 2 Hunde und da noch einen Hund. Und jetzt muss ich hier mal ein bisschen mit Wut kontern. Jawohl, das sieht im Moment noch ganz gut aus. Und ich lasse den nächsten Hund hier jetzt raus. Das sieht immer noch gut aus. Hier müssen wir einen Wut machen. Und den hier frosten wir mal. Plus die Infernos können hier hinten, denke ich mal, schon mal mit unseren King anfangen. Ah, da sind jetzt die Skelette, die ich angesprochen hatte. Schade, die muss ich jetzt nochmal weggiften. Oh, 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 das wird eine ganz enge Sache. Okay, das wird vor allen Dingen von der Zeit her eine enge Sache. Aber wir schaffen das Rathaus nicht. Schade auch, da platzt jetzt zwar noch der Hund auf und die restlichen Puppies machen sogar noch die Queen weg. Aber das wird nicht mehr reichen, weil wir noch viel zu viel Def haben. Also wieder nur ein Stern oder vielleicht auch 2, wenn ich Glück habe. Schade auch. Egal. Wir haben es einmal probiert aus der Luft, die Feger haben uns da so ein bisschen das gar ausgemacht, beziehungsweise vielleicht hätte ich die die auch ganz anders in Wut setzen müssen. Das muss ich mir nochmal angucken. Da bin ich auch eher unerfahren, was Luftangriffe angeht für RH10, aber wir haben unseren einen Stern. Was wollen wir mehr? Ist egal, wir kriegen den Bonus hier. Ich hatte ja schon im ersten Kampf gesagt, der CK ist eh gelaufen und so können Queen und King hier jetzt noch das Notwendigste machen. Die Queen zünde ich jetzt noch einmal. Dann kriege ich vielleicht noch das eine oder andere Dev-Gebäude. Jawohl, das funktioniert. Jetzt kriege ich natürlich noch den Hund. Aber das ist nicht so tragisch. Und so ist das hier ein Stern. Da wird mir die Queen jetzt leider dran sterben. Ist aber auch nicht schlimm. Und wir schauen dann mal, was es noch an Dorf-Update gibt. Ja, die wird jetzt weg sein. Das ist nicht so schlimm. Okay, wir sind auf Null. Keine Truppe mehr über. Egal. Wir haben unsere beiden Angriffe gemacht. Die waren jetzt suboptimal. Haben den Clan nicht wirklich geholfen. Aber macht auch nichts. Meine Base ist hier noch gar nicht angegriffen worden, habe ich gesehen. Und, doch. Mit 2 Sterne. Okay, der erste hat mich angegriffen. Vom RH11. Das ist in Ordnung. Da kann ich mit leben. 2 Sterne von einem RAF, das habe ich schon anders erlebt. Und wir gucken mal, was wir hier im Dorf so machen können.
Okay, was hat sich im Dorf bei mir getan? Bei mir im Dorf hat sich noch nicht so viel getan. Wir haben aktuell 8,5 Millionen Gold. Wir haben so ein bisschen Elex, was ich allerdings auch jetzt auf nicht ausgeben werde, weil ich nur noch einen Tag habe, um das Labor komplett zu füllen. Das heißt also, um 8 Millionen oder 8,5 Millionen Elex zu bekommen. Wir haben einen Bauarbeiter frei durch den Queen-Bauarbeiter. Und ich würde sagen, es ist in 14 Stunden der Archer Tower fertig und in 17 Stunden der Wizard Tower. Das werde ich eh nicht nachfahren können. Wir machen also als nächstes wieder einen Archer Tower, da der als nächstes ausläuft. Und ich gucke mal, welchen wir da machen müssen. Ah, wir machen vorher noch was. Genau, ich habe es vergessen. Wir machen natürlich einen Mauer hin. Jawohl. Wunderbar. Eine Mauer, die muss ich immer machen. Und habe jetzt genau 5.500.000 für den nächsten Archer Tower. Wir nehmen aber nicht den, glaube ich. Das heißt, wir tauschen den später mal aus. Denke ich mal. Ja, wenn ich jetzt den hier unten an der La nehme. Ich tausche die, glaube ich, mal aus. Ich nehme mal den hier hin. Und den bauen wir aus hier. Das ist, glaube ich, besser. Den bauen wir aus. Dann sind wir da oben auf der Seite nicht ganz so ungeschützt. Kriegen in 17 Stunden unseren nächsten Bob. Und wir können fröhlich und frei weiterfahren. Im Moment kann ich auch gar keine AGs machen. Ich könnte jetzt noch meine Treasury leeren. Da sind aktuell 1,7 Mille drin, aber wir kriegen nachher noch einen Angriff auf die Reihe. Und im Moment baue ich ja nach. Das ist ja kurz nach meinem zweiten Angriff hier. Meine Helden regenerieren noch. Ich farme gleich wieder mit Kobolden. Und wir gucken uns aber natürlich die CK-Kämpfer. So, dann gucken wir auch gleich rein in die Angriffe vom letzten CK. Der CK ist ja vorbei. Wir haben richtig fett Bonus abgeräumt, obwohl es tut mir ein bisschen leid, dass ich dem Clan überhaupt nicht helfen konnte. Ich wollte jetzt nicht sagen, Aufnahmen gehen vor, aber aufnehmen und Angriffe machen ist auch sehr, sehr schwer. Aber ich habe mir hier ein paar schöne Angriffe noch rausgesucht aus dem letzten CK. Ich muss mal eben schauen, dass ich die auch noch wiederfinde. So, da haben wir den Alex. Sehr starker Golalun, wie ich finde. Er kommt hier also mit zwei Golems rein, giftet die Clanburg, in der waren nur Magier. Die haben natürlich schon ganz nett an dem Golem geknabbert, aber da wir beim Golalun ja immer die Lars und die Queen im Fokus haben und die Clanburg-Truppen, kommt er hier richtig gut rein mit seinen Truppen, heilt hier die Bowler nochmal richtig gut durch und schafft die beiden ersten Lars und ich glaube zum Ende schafft er sogar noch die dritte Lars. Das heißt, ich würde fast sagen, hier ist überhaupt kein Lohn gestorben, das heißt also überhaupt kein Lohn kaputt gegangen. Er ist komplett mit den Loons durchgegangen hier. Und ist natürlich schon eine ziemlich starke Geschichte. Wie ich finde, hat jetzt noch reichlich Cleaner-Truppen, hat reichlich Zeit gehabt. Und der Angriff war wirklich dominant und gut. Kann man nicht anders sagen. Es waren auch 5 Bases unter ihm, aber dennoch ist das eine Maxed-Out Base gewesen an der Stelle und wie ich finde, ein guter Angriff. Ich hatte eben noch was gesehen. Den haben wir gestern schon gesehen, den Lauterer Hater. Ich glaube, den haben wir noch nicht gesehen. Das ist ein Angriff von Iceman. Iceman hat sich hier also entschieden, die Clanburg erstmal zu locken und eliminiert die hier mit ein bisschen Gift und ich glaube mit der Queen, so wie ich das in der Wiederholung schon gesehen habe, jawohl, da ist sie und hat sehr gut gesehen, dass die gegnerische Queen außen steht, schickt einfach die Hunde raus, die seine Queen macht jetzt die Queen des Gegners und jetzt können hier natürlich die Loons richtig abräumen, obwohl die
X-Bogen auf Boden stand und die Base ja auch maxed out ist, keine Chance für den Gegner. Es war wirklich echt ein starker Angriff. Und ich weiß aber auch, dass der Iceman diese Angriffe die ganze Woche geübt hat. Soweit ich weiß, geht sein Hund auch mittlerweile auf Level 2 hoch. Und dann werden wir sicherlich nochmal stärkere Angriffe vom Iceman sehen. Aber dieser hier war jetzt wirklich schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Da sind es die letzten Gebäude. Ich gucke mal. Ja, das waren die letzten. Und super 3 Sterne. Hundertprozentig. Wirklich stark, wirklich gut. Wir orientieren uns mal ein bisschen nach oben. Ich hatte da den Hocke im Blick. Der Hocke geht auf Rathaus Level 11, habe ich gesehen. Das heißt also, so lange wird er mit seinen 10er-Truppen hier nicht mehr angreifen. Aber kommt hier mit seiner gewohnten Bowler-Kombo raus. Und die Base ist allerdings noch nicht so stark, aber das macht nichts. Lieber auf eine nicht so starke Base richtig coole 3 Sterne holen, als auf eine zu starke Base vielleicht nur 1 Stern oder 2 Sterne. Und der Gegner hatte vermehrt hier Hunde in den Clanbogen, das hat man ja gesehen, die jetzt aber auch nicht wirklich wehtun. Also ich glaube, bei uns nimmt die keiner mehr, außer vielleicht so ein Low 9er oder so, da macht das vielleicht Sinn, dort so ein bisschen was aufzuhalten, wo man weiß, ja, der greift sicherlich nicht mit Luft an, sondern eher mit Boden. Da nervt man dann die Queen und die Magier dann doch schon ein bisschen mehr ab. Aber hier war das bei dieser Rathaus-10er-Base überhaupt kein Thema. Und Queen noch am Ende erst gezündet, also richtig starkes Ding. 3 Sterne auf den RH10 von Hocke. Super Sache. So, dann habe ich mir den Olli ausgeguckt. Olli mit einem Rathaus 11 auf ein Rathaus 10. Ah, wir gucken uns erst den von Joker an. Das war nämlich die Base, die ich eigentlich hätte machen müssen. Aber der Joker kam mir so ein bisschen zuvor. Da war ich noch unterwegs. Ist aber auch nicht so schlimm. Ich hatte das zwar vorher angekündigt, aber hab auch geschrieben, wer die 15 machen möchte, der darf das gerne. Und der Joker hat sich ja also auch für Bowler entschieden. Kommt gut mit den Helden und auch mit den Bowlern durch diese Base durch, frostet am Ende nochmal den letzten Inferno. Der ist allerdings jetzt auch schon down und dann leben hier am Ende noch richtig viele Bowler. Also die fressen sich hier wirklich durch so eine 10er Base durch. Ich hätte fast gesagt, das ist auch relativ unnormal, aber bis zu diesem Zeitpunkt hatte die Base hier noch keinen Stern. Und das ist natürlich umso schöner, wenn jemand hier direkt 3 drauf macht. So soll das sein. So soll die Strategie und die Taktik auch im CK sein. Dass so ein Elfer hier einen relativ starken 10er abräumt, das ist wirklich klasse gewesen. So, ich hatte ja den Oleg angedroht. Ich glaube, der Oleg hat hier die 10 gemacht. Und Oleg ist auch so ein bisschen auf Luft konzentriert. Der 10er ist hier ein Rathaus Level 11er, sehe ich gerade. Okay, der 10er ist ein Rathaus Level 11, um das gleich mal klarzustellen. Und er hat sich hier auch dafür entschieden, dass er direkt mit seinen Truppen in diese Base reingeht. Natürlich spielen ihm die Clan-Truppen da so ein bisschen zu. Denn auch dieser Gegner hatte etwas gegen Lufttruppen, allerdings glaube ich auch einen Hund und einen Lohn da drin, was jetzt nicht wirklich effektiv ist, wenn jemand so gut aus der Luft angreifen kann. Und das spielt ihm also in so einen Angriff ganz gut zu. Jetzt hat er ein bisschen Sorge, dass die Lakis da nicht überleben, aber die La ist jetzt auch Geschichte. Jetzt sind es noch 2-3 Deffen für den King und die Queen. Das ist ganz easy peasy gemacht. Und dann sind das hier starke 3 Sterne auf diesen RH11 gewesen. Sehr schön. Da sieht man unsere Entwicklung. RH11 auf RH11 und Oleg ist ja auch noch nicht so ein hohes RH11 und auch noch nicht so lange RH11. Dann sind das schon wirklich richtig krasse und starke Sterne für unseren Clan. Der übrigens immer noch Trevorius heißt und übrigens suchen wir immer noch Mitglieder, die bei uns diese schönen CKs mitmachen und hier wirklich starke Sachen machen. Wir unterstützen jedes Rathaus, ich sag mal so ab mindestens 7, 8.
Tiefer darf es nicht sein, weil dann bekommen wir unbequeme Gegner. Und ihr könnt euch daran erinnern, diese Engineer-Geschichten, die dann auf uns zukommen, wenn wir also zu niedrige Rathäuser aufnehmen und mitnehmen, dann bekommen wir ganz unmögliche Gegner, meistens unten sehr, sehr stark. Das heißt, unsere unteren haben dann überhaupt keine Schnitte. Und oben sind es dann meistens auch eher starke Gegner, Engineering Bases. Und dementsprechend ab RH8 ist eigentlich jeder hier gut aufgehoben. RH19, 11, wenn sie gut aussehen, natürlich auch, gar keine Frage. Aber uns gehen so ein bisschen die Achter aus. Ich weiß jetzt von zwei, drei Achtern, die im Moment nicht hochgehen auf Rathaus Level 9, weil uns sonst wirklich die Achter ausgehen. Und was natürlich ein bisschen doof ist, aber irgendwann werden wir eh alle hoch sein, zumindest der Stamm wird hier auf RH10 Niveau sein und irgendwann wird es auch so sein, dass unsere untersten Rathäuser nicht mehr Level 8 sind, sondern womöglich Level 9 und wir gar nicht mehr drunter aufnehmen oder wir versammeln uns mal wieder so ein bisschen in den Partnerclans, die wir ja auch haben und unterstützen. Die unterstützen uns auch. Von daher ist es immer ein fröhlicher Austausch hier. Hier kommt keiner zu kurz. Hier kann immer CK gespielt werden, außer donnerstags. Donnerstags ist unser einzig freier Tag. Dort gönnen wir uns mal eine Pause. Und aber ansonsten machen wir Dauer-CK. Wir begrüßen das natürlich, wenn viele auch nicht dabei sind, um ihre Helden abzudaten. Gar keine Frage. Ich glaube, der nächste CK wird jetzt auch mal wieder ein bisschen kleiner. Das hat einfach damit zu tun, dass ja, die Leute machen ihre Helden hoch, haben es mittlerweile begriffen, dass die so ein bisschen der Schlüsselpunkt auch sind für gute Angriffe. Es bringt also nichts, wenn wir eine maxed ausgebaute RH9 Base haben und haben dann irgendwo 10er King, 10er Queen dort am Rumeiern, die dann irgendwo nichts reißen, hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Also so ist das dann schon ein bisschen ausgeglichener, wenn die Helden so 15er Kombis sind. Besser ist immer besser, gar keine Frage. Aber es dauert auch, man muss extrem viel farmen oder halt effektiv farmen. Und aber wie schon angesprochen, wir unterstützen das alles. Wir unterstützen ja jegliche Farmsachen. Hier fehlt es auch nicht an Truppen oder so. Hier wird viel gegeben, hier wird auch das Richtige gegeben. Also wer jetzt unbedingt in Silber ist und meint, er kriegt Bowler, nur weil er so ein bisschen rumfarmt, das sicherlich nicht. Aber da eiert bei uns auch kaum jemand rum. Wenn, dann fahren wir auch ordentlich und richtig mit krassen Truppen und üben immer wieder. Also nochmal, wer sich hier berufen fühlt, wir suchen immer noch Mitglieder und joint ruhig unseren Clan. Guckt euch das hier an. Ich blende auch die Clan-Tag nochmal ein, aber ihr seht es auch auf der Webseite oder wenn ihr mich besucht, seht ihr öfter mal dieses Bild hier. Und wenn euch diese lange Folge gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da, lasst mir einen Daumen nach oben da und ich denke, wir sehen uns die nächsten Tage wieder. Bei mir im Dorf wird ja einiges fertig und ich werde es auch nicht schaffen, hier die Bobs freizuhalten. Ärgert mich zwar ein bisschen, aber ich glaube, irgendwann ist das nicht mehr machbar als Rathaus Level 10er, dass man alle Bobs grundsätzlich immer schön beschäftigt hält. Dafür sind die Sachen einfach zu teuer und bei mir ist jetzt noch nicht einmal alles rundum fertig. Das heißt, nicht alle Kanonen, nicht alle Wizard Tower und so weiter. Die müssen nochmal eine Runde drehen. Das heißt, es wird noch etliche Wochen dauern, bevor mein Dorf hier überhaupt mal eine ganz ansprechende Def hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns einfach die Tage in einem nächsten Video, wenn es wieder heißt, der Toto clasht.